Synchron und gehöre zu den Seniortrainern Hamburg. Ich muss sagen, ich habe mich gar nicht vorbereitet, bin aber seit langem, langem im Ruhestand. Meine Übergangsgeschichte beginnt mit einem Bild. Die Sonne scheint, ich gehe an einem Vormittag, an dem ich früh Unterrichtsschluss hatte, über den leeren Schulhof Richtung Lehrerparkplatz, in der Hand einen Stapel Hefte, und mir begegnet unsere Oberschulrätin und sagt: Hallo, Frau Krohn, nun ist es ja bald soweit. Freuen Sie sich, haben Sie was vor? Und ich erinnere, dass ich zu ihr sagte: Bisher weiß ich nur, wovon ich frei sein werde, aber nicht wofür. Und so fing es an. Ich habe zu Hause zunächst mal aufgeräumt, vieles weggeworfen, einiges zurechtgelegt für die Kollegen, denen ich das noch zur Verfügung stellen wollte, und machte mich innerlich auf den Weg zu einer neuen Aufgabe, die mir aber überhaupt noch nicht konkret im Kopf war. Bei der Gelegenheit fand ich in der Zeitung einen kleinen Artikel. Es wurde beschrieben, man könnte sich melden, um sich fortbilden zu lassen zum Seniortrainer. Das war eine Idee des Bundesfamilienministeriums damals. Und dahinter stand die Überzeugung, dass Menschen, die in den Ruhestand gehen, ja nicht von heute auf morgen ihre Kompetenzen verlieren und dass sie diese Kompetenzen ja zu ihrem eigenen Nutzen und zum Nutzen der Zivilgesellschaft freiwillig einsetzen könnten. Es war kein Betätigungsfeld genannt, sondern lediglich diese Fortbildung zu einem freiwilligen Engagement. Und da habe ich gedacht, ja, das werde ich mir mal anhören, habe mich angerufen. Und dann hieß es aber: Der Kurs ist bereits voll, Sie müssen ein Jahr warten. Gut, ich habe mich auf die Warteliste setzen lassen, aber das war ja nur noch eine lange Zeit. Und nach wenigen Wochen im Ruhestand, als ich mich mal wieder auf den Weg machte, um im Schulbüro etwas abzugeben, machte ich eine Beobachtung an mir selber, die mich aufhorchen ließ. Ich ging über den Schulhof und während ich über den Schulhof ging, stellte ich fest, mein Schritt wird schneller. Ich hatte gar nichts getan, aber mit einem Mal lief ich schneller. Ich lief so, wie ich früher gelaufen war. Und da merkte ich, unmerklich war ich bereits in dieser relativ kurzen Zeit in einen gemütlicheren Alltagstrott verfallen. Und das wollte ich nicht. Ich wollte meine Spannung erhalten, also musste ich etwas tun. In Hamburg gab es zu der Zeit eine Messe und auf dieser Messe waren auch vertreten Wohlfahrtsverbände und Organisationen, die Freiwillige suchten, und da bin ich dann hingegangen. Und kam mit mehreren ins Gespräch, und wenn die hörten, ich war Lehrerin vorher und jetzt im Ruhestand: Ach, das ist ja wunderbar. Sie könnten Hausaufgabenhilfe machen. Nee, wollte ich nicht. Das war mir klar, das nicht. Aber es war auch ein Stand vom Jugendrotkreuz und die hatten eine Projektidee und luden mich dazu ein. Sie wollten hier in Hamburg die erste Kinderstadt aufbauen. Kinderstadt bedeutet, Kinder sind 3 Tage völlig isoliert an einem festen Ort und bauen ihr eigenes System auf, haben ihre eigene Währung, ihre eigene Regierung, ihr eigenes Verkehrssystem und so weiter. Fand ich spannend und habe ich gesagt, ja, als sie mich dazu einluden, mache ich mit. Und dann bin ich da hingefahren in Niendorf, ein altes Gebäude. Ich sehe mich noch durch die Gänge laufen und in eine Art Klassenraum ankommen und sah mich einer größeren Gruppe von Jugendlichen gegenüber. Alter 15 bis 19. Und zu denen setzte ich mich. Die Verblüffung fand keine Worte, aber sie waren sicher alle erstaunt. Die Projektleiterin, als die kam, die war so Anfang 30, und in dieser altersübergreifenden Formation haben wir dann mehrere Wochen zusammengearbeitet und haben eine Kinderstadt geplant. Und das ist auch wunderbar gelungen. Allerdings muss ich sagen, eingezogen bin ich in diese Stadt nicht.
Ich hätte nämlich 2 Nächte auf einem Feldbett zwischen den Kindern schlafen müssen. Und das wollte ich dann doch nicht. Ich bekam aber eine Besuchserlaubnis. Nun war das zu Ende und es begann ein Auswahlgespräch, Seniortrainer werden. Also wir mussten uns in kleinen Gruppen bei den Anlaufstellen hier in Hamburg vorstellen, erzählen, wer wir sind, was wir so vorhaben, welche Kompetenzen wir mitbringen. Und danach wurde entschieden, ja, derjenige, diejenige könnte an der Fortbildung teilnehmen. Und ich wurde dann benachrichtigt, ich dürfte teilnehmen. Und meine eigenen Kinder hatten das Gefühl, Mama hat bestanden. Und so ging es dann los. In der Fortbildung traf ich auf eine Gruppe von 20 Personen, alle beruflicher, in der nachberuflichen Phase. Der Hintergrund, der berufliche, war ganz unterschiedlich. Ganz interessante Leute, ganz viele Ideen. Und das Ganze war aufgebaut, stärkenorientiert und interessenorientiert. Wir wurden alle aufgefordert, unser Schatzkästlein zu öffnen, zu erzählen, welche Kompetenzen wir mitbringen, welche wir einsetzen wollten, was wir so vorhatten. Und ich fand dann in diesem Kreis bald 2 Frauen und wir haben uns auf eine gemeinsame Thematik verständigt. Wir haben gemeinsam ein Handbuch entwickelt für die Hand der Lehrer, war also für die Schule gedacht, aufgebaut wie so ein Erster-Hilfe-Kurs, Thematik Manieren statt Blamieren. Das Ganze haben wir fertiggestellt, es wurde gedruckt und wurde an den Schulen verteilt. Aber dieser Riesenerfolg, von dem wir dachten, der würde ja mit Sicherheit eintreten, der kam dann doch nicht. Und danach begann das, was mich eigentlich bis heute trägt. Es begann eine Lernzeit. Und wenn ich mir heute diese Zeit zurückrufe im Kopf, dann weiß ich, wie dringend ich dieses Lernen auch brauchte. Ich hatte überhaupt keine Ahnung vom freiwilligen Engagement, vom bürgerschaftlichen Engagement, wusste gar nichts. Und das begann damit, dass ich mich als Seniortrainerin meldete für die Teilnahme an einem Bundesprojekt, dem Aufbau von Freiwilligendiensten. In enger Zusammenarbeit mit einer hauptamtlichen Fachkraft, die damals tätig war am Freiwilligenzentrum Hamburg, legten wir los und wir suchten Freiwillige, die sich für eine bestimmte Zeit an einem bestimmten Ort, für eine bestimmte Tätigkeit engagieren wollten. Und dabei lernte ich Vertreterinnen anderer Wohlfahrtsverbände in Hamburg kennen, die sich auch alle um dieses Bundesprogramm beworben hatten, erfolgreich beworben hatten. Und die jetzt im Grunde genommen Konkurrenten um den gleichen Kuchen waren. Und zu meiner großen Verblüffung wurde uns dann geraten, wir setzen uns mal mit denen zusammen. Für mich waren das eigentlich Leute, die uns unter Umständen gefährlich werden könnten. Aber wir setzten uns zusammen und ich lernte das Netzwerken. In der Schule hatte ich das nicht so gelernt. Also Lehrer sind nicht die geborenen Netzwerker. Wenigstens waren sie es damals nicht. Es mag sein, dass das inzwischen anders ist. Wir haben uns zusammengesetzt und haben einen sogenannten Runden Tisch gegründet, der 2004 gegründet wurde und bis heute besteht. Es war eine Zeit, in der ich oft vor Aufgaben stand, von denen ich dachte, wie mache ich denn das jetzt los? Das kann ich eigentlich gar nicht. Aber ich versuche das mal und ich wusste, ich konnte immer nachfragen. Wir Seniortrainer waren nämlich zur Leitung dieses runden Tisches dann erkoren worden, weil wir keine eigene Organisation hinter uns hatten und wir standen nie im Verdacht, dass wir eigene Interessen verfolgen. Und so waren das eben sehr spannende Aufgaben. Ich habe immer wieder neue Herausforderungen auf mich zukommen sehen und habe mich dann auch getraut, sie anzunehmen und habe natürlich die große Freude gehabt, wenn das dann geglückt ist und ich hatte das Gefühl, da passe ich rein.
Ja, jetzt habe ich schon lange geredet. Dann komme ich mal schneller zum Schluss. Ich habe das Gefühl, ich bin angekommen. Es gibt nach wie vor viel zu lernen. Ich habe ein Thema, im Wesentlichen die Engagementförderung. Ich habe eine Gruppe bei den Seniortrainern, mit denen ich planen kann, mit denen ich Dinge umsetzen kann. Und ich weiß bei allem, was ich tue, ich mache es freiwillig. Das ist ein wunderbares Gefühl. Zwei Punkte möchte ich allerdings noch anführen, in denen ich mich gründlich geirrt hatte. Ich dachte, wenn ich aus dem Beruf raus bin und mich freiwillig engagiere, muss ich mich nicht mehr ärgern. Das stimmt nicht. Man ärgert sich im Ehrenamt genauso wie im Beruf und inzwischen finde ich das gar nicht schlecht. Das mobilisiert und ist auch ganz lebendig. Der zweite Punkt war, ich dachte, wenn ich nicht mehr in der Schule tätig bin, muss ich nie mehr suchen. Das stimmt auch nicht. Im Moment suche ich ständig den Link zur nächsten Konferenz. Vielen Dank.